Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda The Wind Waker. Oh, in der letzten Folge haben wir das Triforce vervollständigt und sind zurück nach Hyrule, nur um festzustellen, dass Ganondorf Zelda in seinen Besitz gebracht hat. Doch wir können diese Wand jetzt mit Hilfe des Masterschwertes zum Bersten bringen. Das heißt, wir können hier jetzt weiter. Leider, das finde ich ein bisschen schade, sieht man fast nichts von Hyrule, bis auf die paar Mauern, die da halt voll daneben. Mach mal deinen Aimbot aus. Bis auf die paar Mauern, auch wenn man da sich rausglitscht, was durchaus möglich ist, sieht man leider trotzdem nicht viel. Autofokus? Autofokus. Kamera-Ding. Gedöns. Zack. Ich liebe Pfeile und Bogen. Moment, mir ist gerade... Ich hab da gerade was gesehen. Ich will mal ganz kurz gucken. Ich muss ganz kurz... bevor der uns das sieht. Aber die Stelle da oben... kommt mir sehr bekannt vor aus Breath of the Wild. Das da oben mit den Säulen. Ich meine, da gibt es in Breath of the Wild einen Schrein, der genau so aussieht. Es kann sein, es gibt ja viele Stellen, die in Breath of the Wild quasi nachgebaut wurden. Von daher kann ich mir das schon gut vorstellen, dass die gesagt haben, hier das eine und dieselbe Stelle. Hier, wir nehmen eine Stelle aus Hyrule, aus Wind Waker und packen die in Breath of the Wild, ne? Also das kann ich mir tatsächlich schon gut vorstellen. Nur wusste ich bis heute davon nichts. Deswegen, oh. Ritter. Ah, es ist nur ein roter. Der sollte für uns kein Problem darstellen. Komm. Komm. Kontern kann ich. Wenn ich was kann, dann ist das Kontern. Man könnte mich auch wohin genau nennen. Das Konter-Pokémon. So, oh, gib mir das Herz, das wollte ich eigentlich haben. Der Rest ist mir relativ wumpe. Muss ich ganz kurz Items. Dich brauche ich hier. Ah, nee, doch nicht. Ich brauche doch, Moment. Zuerst will ich mich um... euch kümmern, ihr nervigen Viecher. Ich brauch doch den anderen Haken. Schwupp! Und Freunde, hinein geht es in Ganondorfs Turm. Lasst es einfach auf euch wirken. Diese Tür jagt mir eine Gänsehaut über den Rücken. Ganons Kastell. Und hier müssen wir, abgesehen davon, dass wir an euch irgendwie vorbei müssen, komm, hau einfach ab. Nochmal einen kleinen Boss-Rush machen. Das heißt, wir bekämpfen die vier Bosse und haben entsprechend, Moment, ich... So, upsa, Moment, wie mache ich das jetzt am blödesten? Sponk.
Ah nee, da brauche ich die Eisenstiefel. Ich bin doof. Aber dann brauche ich auch das Dekublatt dazu. Moment. So, schwupp. Hier herüber. Oh. Das war Wind nach unten und nicht Wind nach oben. Okay, wir haben uns beide gegenseitig getroffen. Damit kann ich in Anbetracht der Tatsache, dass es dich tötet, durchaus leben. Okay, das heißt, ich muss da in der Mitte durch, wo es mich nicht nach unten haut. Hat der gerade sein... Hat der hier gerade sein Schwert nach mir geworfen? Hat der das gerade wirklich... Mach ich auch immer. Wenn ich mit Nahkampfwaffen Überraschungsangriff starte, ne? Werfe ich immer erstmal meine Waffe auf den Gegner, damit ich dann schön unbewaffnet bin. Ich kann gerade... Ah! Irgendwie hat gerade die Steuerung meines Gamepads nicht richtig funktioniert. Und das Besondere an diesen Kämpfen ist, dass sie in 2D sind. Moment. Kann ich? Hab ich... Was habe ich denn gerade eben gesagt, was das Besondere an den Kämpfen ist? Weil in meiner Erinnerung habe ich gesagt, dass sie in 2D sind. Was ja totaler Quatsch ist. Nein, sie sind in Schwarz-Weiß. Das wohl... Ja, die Kämpfe sind in 2D. Ist okay, dumm Daru. Hier seht ihr übrigens den Kampf in 2D. Ah! Was? Ah, der... Wie der Greifhaken immer das Falsche anvisiert. Eine Güte! Nein, ich... Wie einfach aus Prinzip permanent das Falsche anvisiert. Ah! Jetzt fliegt er. Muss ich wirklich noch so tun, als hätte ich noch den Überblick, was hier passiert? Uah. Komm, zieh Leine. Ah, Riesenmoldorm! Ah! Ich hab grad wirklich, wie gesagt, gar nichts gesehen. Muss ich das eigentlich noch erwähnen, dass ich gar nichts gesehen habe? Ich meine, ihr seht ja genauso viel wie ich. Beseitig mal ein paar von denen.
Ah, ich werde gleich meine erste Fee brauchen, glaube ich. Schade, da hätte ich mir die gern noch ein bisschen länger aufbewahrt. Denn die werden wir garantiert noch brauchen. Nein, wir brauchen sie nicht. Und wir haben den ersten Boss besiegt. Schwupp. Gift Leben, please. Leben brauche ich. Genau das. Gib mir mehr von dem, was du Leben nennst. So, okay. Es ist, glaube ich... Sehe ich, welchen ich schon gemacht habe? Habe ich keine Umgebungskarte? Nein, da muss ich mir das merken. Aber ich glaube, ich habe den ersten rechts schon gemacht. Geh mir einfach aus dem Weg. Warum bekämpfe ich dich überhaupt? Na, oh, da habe ich mir super wieder das Richtige ausgesucht. Spaß, Spaß, Spaß. Ah! Nein, ich bin getroffen. Man down. Ist das eine Timing-Sache? Nein. Das ist keine Timing-Sache. Da muss ich irgendwie, Moment. Mir dich schnappen. Und da drauflegen. Nein, ich würde dich... Nein. Nein, bitte. Kann ich dich nicht einfach... Ach, komm! Bleib da drauf liegen. Mach's jetzt. Was? Oh, ne... Nein. Du... Hier... Sitz. Danke. Und... Ja, nein, hoch. Schnell, hoch. Und da haben wir wieder dasselbe Spiel, oder? Nur ein bisschen anders, ich sehe. Oh, ich sehe, fies. Fiese, miese Brise. Wir müssen zuerst hier einen versteinern. Dann davor bringen. Und dann den ganzen Weg wieder... Ah! Zurückrennen und das in time. Es könnte... Tatsächlich... Oh nein! Okay, ich nehme einfach den ganz hinten. Der steht da schon so gut. Und dann sollte das jetzt problemlos klappen. Vom Timing her. Nö. Nö, ciao. Nö, ciao. Und der nächste Boss. Geisterman! Mr. Spooky! Mr. Spooky Ghost! Und machen Abgang! Haben die... den Kampf ein bisschen angepasst. Er kommt mir ein bisschen anders vor. Weil ich meine, dass er beim letzten Kampf
direkt zersprungen ist, als ich ihn da an die Wand gehauen habe. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nein. Ah ja, richtig. Ah. Komm. Zack, schön. Es wäre lustig, wenn wir Schaden kriegen würden, weil der auf uns drauf fällt. Weil es so ein dicker Geist ist. Ha. Oh Gott. So viele Geister. So viele Geister. Ich hab... Das ist irgendwie weniger im Kopf. Ich wollte doch nur die Herzen haben. So. Ah, nein, das Licht ist weg. Ich hab nicht gezielt. Also nicht gut genug gezielt. Aber es ist schön, dass man seine Angriffe mit dem Licht canceln kann. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Zack. Ungefähr so. Nein, die haben den ein bisschen angepasst. Erzähl mir nichts. So, zack. An die Wand mit dir. Hallo, ich hab euch doch... Die da habe ich doch auch schon getroffen. Erzähl mir nichts. Und den auch. 1, 2, 3, 4, 5 sind es noch. Sollte machbar sein. Nein, das Licht ist ausgegangen. Fies! Aber der Boss hier ist... eigentlich nur lang, sonst ist er nix. Er ist nicht schwer oder so. Ich meine, natürlich, nur wenn man so gut ist wie ich, dann ist der Boss natürlich nicht schwer. Nein, er hat meine Steuerung vertauscht. Das war gerade fies. Ich erinnere mich, dass er das konnte. Ich erinnere mich. Aber dann müssten wir, da haben wir ja die schwereren Bosse schon zuerst gemacht. Dann kommen ja jetzt eigentlich nur noch Goma und hier Baumding, Pflanzending. Diesmal müssen wir ihn auch wirklich besiegen. Und können nicht einfach nur Wasser auf ihn drauf gießen. So, wundervoll. Jetzt kann ich ihn in die Wand werfen. Lass mich mal ganz kurz. Ich will was. Wir haben nur die Items zur Verfügung, die wir zum Zeitpunkt des Bosskampfs zur Verfügung hatten. Okay. Das ist gut zu wissen. Ich wollte nämlich versuchen, ob ich mit dem Greifhaken die Geister ranziehen kann. Aber wir haben den Greifhaken nicht zur Verfügung. So. Nicht? Es hat nicht gereicht. Komm, erzähl mir doch nichts. Erzähl mir doch nichts vom großen, dicken Geist. Warum zerfällt der gerade nicht mehr? Hallo? Ah, ich treffe nicht. Jetzt treffe ich.
Irgendwie. Irgendwas haben die geändert an dem Boss. So, euch, dich und dich. Wunderbar. War's ein Kampf, Freunde. Gut, dann würde ich sagen, die anderen beiden Bosse machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonniert ihr nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.